heiße Fabiana Striffler. Ich bin in einem kleinen, süßen Städtchen in Süddeutschland geboren, in Schwäbisch Hall. Ich bin improvisierende Musikerin und Komponistin. Nachdem ich meine Schule beendet habe, bin ich für 2 Jahre nach Spanien gegangen. Und für mich war immer klar, dass ich Musik, das, was ich am liebsten möchte, nicht verkaufen will. Und deswegen war für mich lange Zeit klar, ich möchte keine professionelle Musikerin werden. Aber in Spanien war es dann innerhalb von kürzester Zeit so, dass ich aufgrund dessen, dass da wahrscheinlich relativ wenig Geiger in dieser Stadt lebten oder warum auch immer, hatte ich innerhalb von kürzester Zeit alle möglichen Anfragen, in dieses Orchester einzusteigen und in dieser Band zu spielen und so weiter. Und in diesen Momenten war für mich klar, dass kein Weg an der Musik vorbeiführt. Und so kam es dann, dass ich entschieden habe, nach Berlin zu kommen, um an der Universität der Künste Berlin zu studieren und der Hochschule für Musik Hanns Eisler im Bereich Improvisation und Jazz mit klassischer Geige als Hauptfach. Ich habe das Gefühl, viele Leute kommen nach Berlin, weil sie das Gefühl haben, hier ist man frei und dieses romantische Bild, Berlin ist frei und hier kann ich machen, was ich will. Ich habe das Gefühl, ich war bisher überall frei, wo ich war. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt an Berlin liegt oder liegen muss. Ich finde, es gibt einige Berliner, die vielleicht den Eindruck erwecken. Wie gesagt, ich finde, es ist so eine multikulturelle Stadt. Sie ist nicht nur arm. Es gibt auch ziemlich viel Knete hier. Es kommt darauf an, wo man hinschaut. Deswegen würde ich das nicht so generell sagen. Aber es gibt Teile. Manchmal fahre ich durch ein Wedding und denke so, oh, das gefällt mir. Das hat so was Urdeutsches, irgendwie unromantisch und trotzdem liebevoll irgendwie. Das ist für mich dieselbe Frage wie die vorher. Berlin ist, ja, sie ist romantisch, sie ist auch hart. Ich denke, an jedem Ort der Welt gibt es alle Arten von Empfindungen. Und Berlin hat sie ein bisschen mehr, sage ich mal, kondensiert, weil es einfach sehr, sehr viele Leute auf einem Haufen sind. Und es kann sein, ich gucke in das Gesicht von einer wundervollen Person und im nächsten Augenblick schaue ich in das Gesicht von einem Abgrund, sage ich mal. Aber das ist auch das, was mich voll inspiriert und weshalb ich auch hier bin, dass einfach alles nebeneinander und sehr dicht nebeneinander da ist. Meiner Meinung nach, also für mich ist gerade, ich glaube, was ich in Berlin verstanden habe, ist, gerade für mich als Musikerin und Künstlerin ist diese Akkumulation von Menschen und diese, was ich vorher schon gesagt habe, so diese Schönheit und auch so diese Abgründe, die man da vor sich hat, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt und so weiter. Und der ganze Wahnsinn auch, der hier in der Stadt ist, ich finde, das ist extrem inspirierend. Also ich finde, was Berlin tun könnte, um die Stadt schöner zu machen, wäre, dass sie nicht alles verkauft. Ich habe das Gefühl, in Berlin wird alles verkauft. Und die Stadt gehört nach und nach sämtlichen Investoren aus aller Welt. Das finde ich schade. Laut? Rau? Und intensiv. Ich finde, das kann ich nicht beantworten, weil Berlin hat 3,5 Millionen Seelen oder mehr. Und die in eine Person zu packen, finde ich ganz schön schwierig. Mein Großvater hatte eine Geige und ich habe ihn zwar kaum noch kennengelernt, er ist ziemlich früh gestorben,
Aber diese Geige war da und mit 4 Jahren wollte ich unbedingt Geige spielen und meine Mutter und mein Vater wissen auch nicht genau warum. Und wir sind in unserem kleinen Dorf, wir waren dann wieder aus Italien zurückgekommen nach Deutschland und in unserem kleinen Dorf gab es einen Geigenbauern. Wir sind dorthin gegangen und er sagte so, nimm mal die Geige und fass vorne an die Schnecke. Und mein Arm war zu kurz. Und dann sagte er, okay, dann musst du nächstes Jahr wieder kommen, wenn du größer geworden bist. Und ja, dann sind wir nächstes Jahr wiedergekommen. Ich habe eine Geige mitbekommen und sie nie wieder weggegeben. Ich habe das Gefühl, warum auch immer, mit 4 Jahren war für mich klar, Geige, ich will Geige spielen. Und meine Eltern haben mich nie gepusht, die haben nie irgendwie, sie haben mich immer unterstützt, haben mir sozusagen ermöglicht, Geige zu spielen. Aber ich hätte es auch lassen können. Also sie haben mich nie zu irgendwas überredet, zu üben oder irgendwas. Es war meine Freizeit. Nein. Also alles, was ich spielen will, spiele ich. Meist aus Und Instrumenten. ja, also wenn ich bin auch ein totaler Verfechter von nicht akademischer Musik und ich spiele alles, auf das ich gerade Lust habe. Auch dilettantisch, aber ich nehme das auch teilweise, wird es aufgenommen und landet auf irgendwelchen Schallplatten oder CDs und ich spiele irgendwelche Instrumente, die ich kaum spielen kann, aber das finde ich einen Ansatz, der gefällt mir. Ich stelle mir diese Frage eigentlich nicht, weil auf eine Art habe ich doch gelernt, in den Jahren auch mein Gehirn und mein Intellekt zu benutzen beim Musikmachen. Ich habe sehr intuitiv immer gespielt, lange Zeit. Und ich habe gemerkt, dass man zum Musikmachen alles braucht. Genauso zum Komponieren. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich will mich nicht einschränken und ich will mich auch nicht durch irgendwelche Begrifflichkeiten einschränken. Ich denke nicht besonders viel nach, wenn ich komponiere zum Beispiel. Ich setze mich einfach hin und schreibe auf, was ich zu sagen habe. Und wie das dann klingt, hängt auch ganz oft damit zusammen, mit wem ich gerade dann zusammenkomme und die Musik aufnehme. Und dann kommt zu meiner Idee und zu meiner Aussage die Aussage von den Musikern noch dazu, die mit dabei sind. Und so wird dann auch der Stil definiert oder in welche Stilistik man später mal packen kann. Aber ich denke darüber nicht nach, wenn ich komponiere. Also ich habe das Gefühl, dass ich habe sozusagen durch die Musik eher Dinge verstanden im Leben, also die ich sozusagen in meinem Leben später erst verstanden habe oder die ich durch die Musik erst verstanden habe. Und Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel, die ich in der Musik entdecke und wo ich dann merke, ach so, okay, so ist es auch im Leben, im alltäglichen Leben oder auch, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein komisches Bild, das ich immer habe, wenn ich Musik mache, ich werde da wie so, ich gebe mich da so extrem rein, dass ich das Bild habe, ich würde wie mit so einer Sandschaufel mein Inneres ausschaufeln.
Und aber nicht so mit dem Gefühl, dass es dann nachher hohl ist, sondern so mit dem Gefühl, dass ich immer tiefer runterkomme und immer intensiver empfinden kann. Und das ist für mich so das, was ich denke, weshalb ich Musik mache und weshalb ich auch das Gefühl habe, das ist das, was ich gerne dann auch weitergeben will. Gerade aktuell ist mein Debütalbum rausgekommen. Das ist ein Duo-Projekt, mit dem ich gerade auf Tour war, einen Monat lang. Mit Kompositionen von mir und auch von meinem Duo-Partner Kike Sinesi, einem sehr virtuosen Gitarrist aus Argentinien. Das ist ein Projekt, mit dem ich mich jetzt in letzter Zeit relativ viel beschäftigt habe. Auf der anderen Seite bin ich jetzt zum Beispiel zum zweiten Mal eingeladen in die Elbphilharmonie mit einem Orchester, das Andromeda Mega Express Orchestra, mit dem ich jetzt viel zusammenarbeite. Es sind so viele Projekte, die sich überlappen und das eine beginnt, das andere überlappt sich hier. Es sind 10, 20 Projekte, die immer simultan ablaufen. Das eine wird gerade beendet, das andere kommt, das andere ist konstant. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich im Moment ein Projekt habe, das jetzt besonders anders ist wie sonst. Ich bin jetzt gerade an einem neuen Programm, das ich schreibe zum Beispiel, aber ich schreibe sowieso immer, wenn ich Lust drauf habe und mein Leben ist ein Chaos. Eigentlich eine große Inspiration für mich war, dass ich letztes Jahr eine Reise in die USA gemacht habe und ich bin durch Kalifornien gefahren und habe sehr viel Musik gehört, bin dann rüber nach New York und habe da auch sehr viel Musik gehört und die hat mich schon sehr inspiriert, muss ich sagen, für das neue Album. Viel improvisierte Musik und die Intensität, aber auch die Langsamkeit der Musik, die ich da oft gehört habe, die hat mich inspiriert. Weg von diesem Stress. Ich finde, sie macht einerseits den Eindruck, als wäre sie ein bisschen gelangweilt. Auch als würde sie schmollen, als hätte man zu ihr gesagt, halt mal die Schnauze, wir haben jetzt keine Lust mehr, von dir weiter dein Geschnatter zu hören oder so. Aber sie hat auch was, ich finde, sie hat auch was Anziehendes, wie sie ihren Arm da über die Lehne legt. Sie ist ein bisschen keck. Thank you.